Es ist ein bisschen wie wenn sich der Vorhang öffnet und eine neue Welt entstehen darf. Ich heiße Henriette Hansen und arbeite seit 2 Jahren für Humor hilft heilen. Insgesamt seit 15 Jahren bin ich als Klinikclownin tätig und darf jetzt seit 2 Jahren hier Humor hilft heilen unterstützen. Wir besuchen seit einiger Zeit das UKB hier und besuchen auch regelmäßig als Clowns verschiedene Stationen. Ich freue mich, hier in dieser Klinik arbeiten zu können mit den modernsten Geräten, mit modernsten Therapiemöglichkeiten und zusätzlich mit einer sehr schönen Option, dass die Kinder hier in den OP mit Klinik-Clowns begleitet werden, dass sie entspannter, relaxter zu uns in den Operationssaal kommen, was sicherlich auch einen Teil zu unserem Erfolg beiträgt. Es sind immer die schönsten Tage, wenn die Klinik-Clowns uns besuchen kommen. Das macht einfach riesig Spaß. Sie kommen mit guter Laune und verbreiten sie auf der ganzen Station. Und wenn es dazu kommt, dass sie die Kinder hier mit in den OP begleiten, dann sorgt das oft für so viel Entspannung und Spaß schon auf dem Weg in den OP, dass es uns die Arbeit total erleichtert. Die Idee, dort Clowns einzusetzen, hat sich enorm bewährt. Wir können so etwas aber nur machen, wenn wir diese ganz tolle Unterstützung haben von Stiftungen, von der Stiftung Lichtblicke, von Humor hilft heilen. Das ist ja das, was unser Freund Eckart von Hirschhausen begründet hat und Kollege, der natürlich genau weiß, was hilft den Kindern. Und das ermöglicht uns jetzt, dies anzubieten in unserem Eltern-Kind-Zentrum. Und das wird ja liebevoll Elki genannt. Und ich zeige hier nochmal von unserer Eröffnungsveranstaltung im Elki. Das ist das Wappentier geworden und all das hilft den Kindern doch den Weg zu erleichtern. Kinder sind neugierig und wenn ich in Kontakt mit den Kindern gehe, dann ist es für mich total toll, in diese Kinderwelt einzutauchen. Es ist immer eine Begegnung mit Emotionen, wenig Verstand, viel Emotion, viel Gefühl und das ist für mich total belebend und das ist das Tolle an meiner Arbeit.